Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ich habe vor kurzem einen berührenden Film auf Arte gesehen von einem älteren türkischstämmigen Ehepaar aus Hamburg-Wilhelmsburg, die versuchen wollten, Kontakt herzustellen zu ihrer Tochter, die mit den beiden Enkelkindern in einem kurdischen Gefängnis festgehalten wird, weil sie mit einem IS-Kämpfer liiert ist. Ja, und die Reise der beiden Eltern, der Versuch, die Tochter da irgendwie zu erreichen, wurde von einem Filmteam begleitet. Und der Film begann schon mit dem Bericht über das Weggehen dieser jungen Frau, die in Hamburg-Wilhelmsburg aufgewachsen war und die seit früher Kindheit schon einen Freund hatte. Und dieser Freund, der hat sich radikalisiert, und mit 18 haben die beiden geheiratet, unabhängig vom Willen der Eltern, und haben sich aufgemacht, um in den Dschihad zu ziehen. Und bei der Befreiung dann von irgend so einer IS-Hochburg durch die kurdischen Kämpfer, die da verlustreiche Gefechte hatten mit denen, wurde diese Tochter von diesen Eltern gefangen genommen und mit den Kindern in ein Gefängnis gesteckt. Ja. Da lebt sie immer noch. Und die Eltern haben unter großen Schwierigkeiten sich Zugang dazu verschafft, zu dem Straflager, wo die Tochter ist. Und es wurde gezeigt, wie schwierig das war, überhaupt Verantwortliche da anzusprechen, weil in diesem kurdisch besetzten Gebiet des Syriens oder des Iraks natürlich keine administrativen Strukturen herrschen, wie wir sie so kennen, sondern da gibt es irgendwelche Warlords, die irgendwie wieder Connections haben, und die haben es jedenfalls geschafft, sich Zutritt zu diesem Gefangenenlager zu verschaffen und durften natürlich unter Bewachung einen kurzen Moment mit ihrer Tochter sprechen und sie durften auch ihre Enkelkinder in Arm nehmen. Und es war halt so eine Szene, wie verhält man sich ja menschlich in so einer Situation, wenn man so was Schwieriges vor sich hat, wie seine Tochter, die da mit dem IS verbandelt war, und den Enkelkindern, die man noch nie gesehen hat. Auf jeden Fall durften sie die Kinder auch auf den Arm nehmen, und sie wollten sich weiter einsetzen für ihre Tochter und dass die da rauskam. Und mich hat das berührt, weil natürlich da gibt es jetzt hunderte von ehemaligen
Deutschen oder sowas, die da im IS gelandet sind. Die befinden sich da oder von allen möglichen europäischen Ländern. Und die befinden sich natürlich sowohl moralisch als auch tatsächlich in einer mehr oder weniger ausweglosen Lage. Unsere Regierung hat keine große Neigung, die Leute hierher zurückzunehmen. Im Irak werden die jetzt reihenweise zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. Und der Otto Normalbürger sagt, geschieht ihnen ganz recht. Oder sowas ähnliches, ja, oder selbst schuld. Für uns ist das nicht so eine leicht zu beantwortende Frage, oder da können wir nicht so einfach Stellung nehmen, weil wir ja davon ausgehen, dass jedes Wesen die Buddha-Natur hat. Nicht nur der Hund, auch die Dschihadisten. Und wie gehen wir damit um? Also, deshalb habe ich das Koan Katosho 173 heute mal zum Ausgangspunkt gewählt. Angulimala und die schwere Geburt. Angulimala war ein ehemaliger Massenmörder. Einmal ging Angulimala mit seiner Bettelschale in eine Stadt hinein und kam zum Haus eines reichen Mannes. Zu dieser Zeit befand sich die Frau des reichen Mannes gerade in einer sehr schwierigen Geburtsphase. Der reiche Mann bat Angulimala: Samana, du bist doch ein Schüler des Buddha. Gibt es nicht irgendetwas, das meiner Frau diese schwere Geburt erleichtern könnte? Angulimala antwortete: Ich bin gerade erst dem Orden beigetreten und kenne keine solchen Methoden. Ich werde unverzüglich zum Buddha zurückkehren und ihn fragen. Anschließend werde ich dir Bescheid geben. Er eilte zurück und unterrichtete den Buddha über die Situation. Der Buddha sagte zu ihm: Geh schnell zu ihm hin und sage ihm, seit ich dem weisen und heiligen Dharma begegnet bin, habe ich niemand mehr das Leben genommen. Dem Rat des Buddhas folgend ging Angulimala zum reichen Mann zurück und sagte ihm das. In dem Augenblick, als dessen Frau diesen Satz hörte, wurde das Kind geboren. Und das Kind war wohl auf. Die Geschichte von der Bekehrung Angulimalas wird im Angulimala Sutra berichtet. Das Angulimala Sutra ist ungefähr im Jahr 200 oder sowas erschienen. Die Geschichte ist die Geschichte eines jungen Mannes, bei dessen Geburt schon prophezeit wurde, dass der ein Schwerverbrecher würde. Und er ist schließlich in der Sangha des Buddha geendet. Und wie es dazu gekommen ist, möchte ich hier kurz berichten. Die Geschichte aus dem Pali-Kanon ist von Horst Gunke nacherzählt worden. Könnt ihr auch mal nachlesen, googeln. Dann habt ihr die Geschichte in ihrer Ausführlichkeit geschildert. Ich will mich jetzt nicht mit den ganzen Details befassen, aber einige Aspekte scheinen mir doch
von Bedeutung zu sein. Die ganze Sache geht los, dass der König Pasenadi, der ein Freund von Buddha war und in dem Reich Kosala regierte, dass der einen Schatzmeister hatte, mit dem er persönlich befreundet war, weil Pasenadi und dieser Schatzmeister bei demselben Meister studiert hatten, in die Lehre gegangen waren. Die Meister waren ja nicht nur sachliche Kenner, sondern auch in der Regel die einen entsprechenden Hintergrund. Jedenfalls hatte er sich mit diesem Schatzmeister über alle Finanzfragen beraten. Er war der Schäuble des Pasenadi, der darauf achtete, dass das Geld reinkommt und dass es nicht an der falschen Stelle ausgegeben wird. Nun passierte es, der Schatzmeister hatte inzwischen geheiratet und seine Frau wurde zum ersten Mal schwanger. Und bei der Geburt des Kindes geschahen eigentümliche Dinge. Ein merkwürdiges Licht erfüllte die Nacht. Und alle Waffen im Lande schienen zu leuchten, als wenn das Metall glühte. Also wurde ein Wahrsager geholt, was es mit der Geburt dieses Kindes auf sich hatte. Das war in Indien nichts Unübliches. Doch was der Wahrsager zu sagen hatte, das ließ allen das Blut in den Adern gefrieren. Denn der sagte, es sei vorherbestimmt, dass dieses Kind der gefürchtetste Terrorist würde, der jemals in Kosala gelebt habe. Der Vater war natürlich total beunruhigt und erzählte seiner Frau nichts von der Prophezeiung. Er begab sich in den Palast, um seine Steuereintreibung, Finanzgeschäfte zu überwachen. Und der König, der ließ ihn vor sich kommen und berichtete von diesem geheimnisvollen Leuchten der Waffen in der Nacht und sagte, das ist ein Omen. Irgendwas Schlimmes kommt auf uns zu. Ich wollte das mal mit dir besprechen. Ja? Und schlussendlich hat der Schatzmeister gesagt, ja, es ist mir wirklich sehr unangenehm, aber es hat wahrscheinlich mit der Geburt meines Sohnes gestern Nacht zu tun. Und da wurde geweissagt, dass der einer der übelsten Verbrecher hier in Kosala werden würde. Und dann sagte der Pasenadi, das Kind muss sofort getötet werden, ja. Und das ist Staatsräson. Also wenn das schon vorhergesagt wird, wenn da die Waffen nachts leuchten, worauf wollen wir warten? Tut mir leid, dein Sohn. Der Schatzmeister wollte aber natürlich nicht, dass sein Sohn sofort umgebracht wird. Und er sagte, weißt du, zu dem König, als wir beide noch bei unserem Lehrer studiert haben, da hast du immer den Standpunkt vertreten, dass die Geburt das Schicksal eines Menschen nicht vorherbestimmt. Wir haben über etlichen Horoskopen zusammengesessen und dein Standpunkt war immer, das ist Quatsch, es kommt auf die Erziehung an, es kommt auf die Lebensumstände an, die ein Mensch hat und nicht auf seine Geburt. Und ich möchte dich daran erinnern und dich bitten, doch mal Umstände zu schaffen, die dieses Kind in eine Situation bringen, die diesen Fluch dieser Wahrsage an seinem Geburtsbett
ändern. Naja, und weil ja auch nicht unmittelbar Eile geboten war, sondern da ja noch einige Jahre erstmal ins Land gehen konnten, der Sohn in besondere Umstände gebracht. Er kriegte eine klasse Bildung verpasst, er wurde einer moralischen Erziehung unterworfen und so weiter. Und er studierte im Nachbarkönigreich Magadha. Und er war äußerst erfolgreich, immer klug, auffassungsschnell. Und seine persönliche Vision für sein Leben war, in Staatsdienst zu treten, möglichst wie sein Vater ein bedeutender Staatsdiener zu werden. Und die Eltern oder der Vater hatte auch versucht, durch die Namensgebung den weiteren Verlauf der Entwicklung seines Sohnes zu beeinflussen. Denn er nannte ihn Ahimsaka, der Gewaltlose. Ja. So. Der Gewaltlose studierte also in der Fremde und alles sah so aus, als ob der Ahimsaka seinem Geburtsfatum da entkommen könnte. Allerdings war er ein ausgesprochener Streber und damit zog er sich den Zorn seiner, sagen wir es mal, modernen Kommilitonen von damals zu. Und die versuchten ihn bei seinem Lehrer anzuschwärzen. Die spannen da die verschiedensten Intrigen. Unter anderem behaupteten sie, der hätte sich an die Frau des Meisters, des Lehrers herangemacht. Und schlussendlich suchten sie einfach in der Geschichte von Ahimsaka, ob sie nicht irgendwelche Verfehlungen oder irgendetwas finden würden, um den irgendwie aus der Gunst seines Lehrers fallen zu lassen. Und da stießen sie auf die Prophezeiung. Das war natürlich ein gefundenes Fressen. Also meldeten sie dem Lehrer von Ahimsaka, was prophezeit worden ist bei seiner Geburt. Und der war sofort beeindruckt und hielt diese Prophezeiung, also dass das prophezeit war, das hielt er sofort für wahr. Und im selben Moment dachte er, er ist selber total gefährdet. Ja. Er hat da so einen strebsamen Verbrecher in spe in seiner Studentenschaft, der ihm wahrscheinlich irgendwann, wenn die entsprechenden Bedingungen herangereift sind, selber ans Leben geht und womöglich ihn und seine Familie demnächst mal umbringt. Das waren die Befürchtungen von diesem Lehrer. Und er überlegte, was er machen kann, um den loszuwerden. Und schließlich dachte sich da einen perfiden Plan aus. Nämlich, er sagte, du willst ja ein mächtiger Mann werden, ein mächtiger Staatsmann und so weiter. Ich habe dir nichts mehr zu bieten, was deine Bildung angeht. Du müsstest schon auf eine weitere Stufe kommen, um deine Macht erweitern zu können. Bei mir kannst du irgendwie nicht weiter bleiben. Aber es gäbe noch eine weitere Studienmöglichkeit, wenn du dich der schwarzen Magie hingibst. Aber das weiß ich nicht, ob ich dir das wirklich empfehlen soll. Denn diese schwarzmagische Vorbereitung und
die schwarzmagische Meisterschaft, die verlangt ihren Schülern schon einiges ab. Da muss man über innere Barrieren gehen. Aber wenn du das schaffen solltest, dann kannst du deines Einflusses im Staate gewiss sein und außerdem werden dir die schönsten Frauen verfallen. Naja, der Vertraute, der Ahimsaka, der vertraute seinem Lehrer bis dahin und dachte, merkwürdig, dass ich jetzt diese Stufe nehmen soll. Aber schlussendlich nahm er den Rat von diesem Lehrer an. Und der Lehrer sagte, deine Aufgabe, die du bestehen musst, um diese schwarzmagische Prüfung letztendlich zu bestehen, ist, du musst die Finger von 1000 verschiedenen Opfern sammeln. Wenn du eine Kette mit den Fingergliedern von 1000 Menschen einbringen kannst in den schwarzmagischen Kreis, dann steht dir alle Macht zur Verfügung. Ja, und der Ahimsaka, der machte sich also auf den Weg, da er ein kräftiger junger Mann war, fiel es ihm nicht schwer, so Wanderer, die so alleine durch den Wald zogen, zu überwältigen. Das macht er, schnitt seinen Opfern jeweils einen Finger ab. Und Geld und Güter und so weiter interessierten ihn nicht. Ihn interessierten nur die Finger. Und das hatte zur Folge, dass nach kurzer Zeit sich niemand mehr in den Wald traute, wo der so seinen Aufenthalt genommen hatte. Das heißt, Wanderer konnte er da nicht mehr jagen. Er musste schon zu drastischeren Mitteln greifen. Und dann überfiel er schließlich so kleinere Karawanen und Händler. Und schlussendlich ganze Dörfer und die Leute waren hysterisiert, wenn sie ihn sahen mit seiner Fingerkette um den Hals, ja, dann wussten sie schon Bescheid. Und er hatte schon den Namen Angulimala, das heißt Angulus, Anguli, Fingermalerkette, ja. Also ein Fingerkranz trug er um den Hals und das war sein Name, Fingerkranz. Angulimala. Wenn den jemand sah, da brach sofort Panik aus. Und so gelang es ihm, immer mehr Menschen zu überwältigen. Und zum Schluss hatte er schon 999 Finger auf seiner Kette. Es fehlte ihm noch einer, um in den schwarzmagischen Machtkreis endgültig einzutreten. Ja, inzwischen war das ganze Land aufgebracht und in Terrorabwehrstimmung. Ne? Da war natürlich die Bevölkerung im Aufruhr und König Passenadi, der rüstete da ein Heer. Weil wenn einzelne Leute da so reingingen in den Wald, ja, der hatte da Pfeil und Bogen, Schwerter, Schilder, war gut bewaffnet, der Angulimala. Dann, wenn sie schon seine Kette sahen und er ein bisschen auf sein Schild drauf schlug, dann bloß nicht weiter und so. Deshalb hat er eine halbe Armee da ausgerüstet. Und die machten sich jetzt auf, diesen Wald da zu durchkämmen. Und die Mutter von Angulimala, die bekam das mit. Und die wollte ihren Sohn jetzt warnen. Und sie begab sich also hin zu seinem Versteck, machte sich auf den Weg dahin und Angulimala sah sie kommen und dachte so bei sich,
naja, es ist deine Mutter, aber es ist der letzte Finger, der dir fehlt. Warum nicht? Ich habe schon so viele Verbrechen begangen. Ob ich dann nur noch meine Mutter umbringe, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Und Muttermord ist natürlich in dem indischen Kulturkreis so ungefähr das Schlimmste, was jemand begehen kann. Aber er hatte da wenig Hemmung. Und der Buddha, der kriegt auch von der Sache Wind. Und er hat sich überlegt, ich werde mal zu den Menschen hingehen und mal gucken, was da zu machen ist. Ja? Und so waren der Buddha und die Mutter von Angulimala beide auf dem Weg hin zu Angulimala. Und als Angulimala sah, dass da noch so ein harmloser Mönch lang kam des Weges, da dachte er, warum meine Mutter umbringen, wenn ich nicht von dem den Finger nehmen kann. Und änderte sofort seine Richtung und ging auf den Buddha zu. Ja. Und der Buddha bemerkte das, und als Angulimala so in Sichtweite war, da drehte der Buddha um und ging gemessenen Schrittes wieder zurück. Und der Angulimala bemühte alle seine Kraft, um den Buddha einzuholen. Aber irgendwie schaffte er es nicht so richtig, an ihn ranzukommen. Und deshalb sagte Angulimala zu dem Buddha: Halt an, Asket! Halt an! Und der Buddha antwortete: Ich halte an, Angulimala. Halte auch du inne. Mal sagte Angulimala: Ich sehe doch, wie du gehst. Wieso hast du angehalten? Und dann sagte der Buddha: Angulimala, ich habe für alle Zeiten angehalten. Ich enthalte mich der Gewalt gegenüber den Lebewesen. Du aber kennst keine Gnade gegenüber atmenden Wesen. So kommt es, dass ich angehalten habe und du nicht. Und als Angulimala das gehört hat, da vollzog sich in seinem Herzen eine Verwandlung. Und seine innere andere Seite, die Mitfühlende, wurde angesprochen. Und er schaffte es, diese harte Schicht der Brutalität mit seinem inneren Mitgefühl ein Stück weit zu durchbrechen. Und aus der Welt der Grausamkeit so ein Strohhalm der Rettung so rauszuhalten. Ja. Und ihm dämmerte, dass dieser Asket irgendwie ein besonderer Asket sein musste, weil er sich alleine in diese Gefahr gebracht hatte und weil er ihn nicht einholen konnte. Also musste das irgendwie eine besondere Kraft sein. Er folgte dem Buddha und fragte ihn, ob er ihn in seinen Orden aufnehmen würde. Und der Buddha stimmte dem zu. Und Angulimala wurden die Haare geschoren, gewaschen, er kriegte die Robe angelegt.
und fragt, was soll ich jetzt tun? Und dann sagte der Buddha, der König Pasenadi, der rückt hier gerade mit einem riesigen Heer an, um dich zu vernichten. Du kannst schon mal was Sinnvolles tun. Diese Soldaten werden auf dem Weg hierher lauter Nacktschnecken zertreten, die hier auf dem Weg rumlaufen. Die kannst du schon mal einsammeln und zur Seite tun, damit du etwas tust, um andere Wesen zu retten und damit die nicht in ihrem Drang diese ganzen Schnecken da zertreten. Diesen Job hat dann Angulimala gemacht, ganze Nacktschnecken da eingesammelt. Und der Pasenadi kam an und und sagte, der ist jetzt auf der Suche, diesen Massenmörder da endlich umzubringen. Ja? Ob der Buddha den gesehen hätte. Und da sagte der Buddha, der Massenmörder, das ist dieser Mönch da vorne, der diese Nacktschnecken einsammelt. Na, er sagte, Pasenadi, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, sagte der Buddha, der ist gerade der Sangha beigetreten. Und damals galt das Gesetz, wenn jemand ein Samana wurde, selbst wenn er ein schreckliches Vorleben hatte, war er so lange geschützt, wie er sich entsprechend den Regeln verhielt. Und da der Pasenadi ein guter Freund des Buddha war und das Gesetz galt, dass der spirituelle Lehrer mit seinem eigenen Leben für das Leben so eines Schülers einzustehen hatte und der Buddha dazu bereit war, sagte der, okay, gut, dann wollen wir die weitere Entwicklung in der Sangha abwarten und ist mit seinem Heer zurückgezogen. Und der Buddha sagte dem Angulimala, also damit das hier schon mal klar ist, du wirst jetzt noch viele Schwierigkeiten haben, denn das, was du getan hast, das ist ja nicht aus der Welt und das hat immer noch Konsequenzen. Und die Sangha war auch nicht so richtig begeistert, ja. Da so ein Mörder da plötzlich so in den eigenen Reihen zu haben. Und sie sind dann gemeinsam auf Bettelgang gegangen und die Leute haben nur den Angulimala da gesehen unter den bettelnden Mönchen und sofort sind die in Geberstreit getreten, die Leute. Ne? Die kriegten also keine Nahrung mehr gespendet. Wer sich mit so einem Massenmörder da verbrüdert, ja, dem sollen wir dann noch irgendwas geben, um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen haben sie natürlich nicht gesagt. Aber die kriegt da nichts. Und dann haben wir überlegt in der Sangha, was machen wir jetzt? Ja, wir wollen ja auch nicht verhungern, weil wir den jetzt hier unter uns haben, diesen Schneckenfänger. Und haben gesagt, okay, wir müssen erstmal ein neues Gebiet suchen, wo wir um Spenden bitten. Und wir nehmen den Angulimala einfach nicht mit. Der soll zu Hause Schnecken fangen, aber wenn wir da mit dem irgendwo erscheinen, dann bringt das sowieso nichts. Und so wurde es auch gemacht. Und die haben also das Essen eingesammelt und Angulimala erstmal durchgefüttert. Und schließlich wurde das so bekannt, dass sie mit diesem Angulimala in der Sangha da herumzogen, dass der so einigermaßen friedfertig jetzt ist. Und
Das führte immerhin dazu, dass sich junge Männer ermutigt fanden, jetzt den Angulimala mit Steinen zu beschmeißen und ihn zu verfolgen und versuchen, ihn nun auf ihre Weise nochmal zur Strecke zu bringen. Und von einem so einem Battlegang, wo Angulimala beteiligt war und diese Verfolgungsszenen passierten und er dann niedergestreckt wurde und mit Steinen traktiert, da sagte dann Angulimala: Ich habe es geschafft, mich nicht zu wehren. Er hatte beide Arme gebrochen und schwere Verletzungen davongetragen. Naja, auf jeden Fall, der Aufenthalt in der Sangha hat sein Leben wirklich verändert. Und es kommt zu dieser Szene, die ja in dem Sutra berichtet wird, ja? In dem Koan, im Katoshu, ja? Dass nämlich Angulimala mit seiner Bettelschale in eine Stadt hineinkommt und zum Haus dieses reichen Mannes, wo gerade diese Geburt stattfindet, ja. Und wo der da so hilflos ist und nicht weiß, was er machen soll, weil er die Geburt teilgenommen hat und weil er eben auch noch gar nicht so weiß, wie man mit so zarten, neugeborenen Leben überhaupt umgeht. Ja. Es war also eine Riesenherausforderung für ihn und er fühlte sich da hilflos und ging zum Buddha zurück. Und der Buddha empfahl ihm dann diesen Satz, ne? Geh schnell hin und sage ihm, der Buddha hatte ursprünglich gesagt, seit meiner Geburt habe ich niemanden mehr das Leben genommen. Und da sagte der Angulimala, das kann ich nicht sagen, das ist eine dreiste Lüge, ja? Ich habe ja so viele Menschen umgebracht seit meiner Geburt, das kann ich nicht sagen. Da sagte der Buddha, seit meiner edlen Geburt. Drückt das so aus, oder wie es hier im Koran heißt, ja. Seit ich dem weisen und heiligen Dharma begegnet bin. Das ist nämlich die edle Geburt. Ja, er ist dem Dharma begegnet. Das hat ihn wie neu geboren erscheinen lassen. Und mit diesem Satz gelang dem Angulimala die Geburtshilfe. Also die edle Geburt. Die edle Geburt, so eine Wende, wird in diesem Sutra beschrieben, ja? Dass ein Massenmörder fähig wird, etwas Segensreiches zu tun in der Welt. Und das Sutra berichtet einfach von der tiefen Vertrauen, das der Buddha in jedweden Menschen hatte. Und das ist einfach enorm. Und natürlich in gewisser Weise ein Vorbild für uns. Der Buddha hat im Dhammapada ja diesen wunderbaren Satz gesagt, sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Lebe mit solchen Gedanken und du lebst im Hass. Sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Gib solche Gedanken auf und lebe in Liebe. In dieser Welt hat Hass noch niemals Hass vertrieben. Nur Mitgefühl besiegt Hass. Dies ist das Gesetz, alt und unverbrüchlich. Auch du wirst einmal sterben. Weißt du dies, wie kannst du dann noch streiten? Und dieses Zitat aus dem
Dhammapada, das wurde in einem Internierungslager, wo die Roten Khmer, die das Pol Pot-Regime, die Mönche und die Zivilbevölkerung da gefangen genommen und gefoltert und isoliert hatte und so weiter. Ja. Und als dieses Regime gestürzt wurde durch äußere Kräfte, da waren natürlich die Menschen aufgewühlt und nahe dran, jetzt Gewalt mit Gewalt zu vergelten. Und das spürten die buddhistischen Mönche, die da mit diesen Zivilisten in so einer Art Konzentrationslager waren. Ja. Und die wussten nicht, was sie machen sollten, um die Menschen von dieser Gewalt abzuhalten. Und da haben sie sich in die Mitte des Lagers gesetzt. Und diesen Vers da rezitiert, Tag und Nacht. Und keiner ist mir auf die Idee gekommen, Rache zu nehmen an den Peinigern, sondern alle haben sich angeschlossen, diesen Wechsel ihrer Glaubenssätze, ja, und haben sich versucht, eben anders einzustimmen, nämlich auf den Gedanken des Mitgefühls. Und in unserer Welt gibt es Leute, die werden als Terroristen verfolgt, ja, und es gibt Leute, die haben eine Lizenz zum Töten und werden nicht als Terroristen verfolgt. Die können einen Irakkrieg anzetteln auf der Grundlage von Falschinformationen mit 1 Million Opfern und die zieht niemand zur Rechenschaft. Und es gibt natürlich solche, die so eine Lizenz nicht haben und die zur Rechenschaft gezogen werden auf irgendeine Weise. Aber der Auswirkung von Hass und Gewalt, die ist nicht zu stoppen auf diese Art und Weise, indem man gewaltsam Leute verfolgt, ja. Wir sehen, dass wir uns gerade auf einen gewissen Abgrund zubewegen, was unsere Zivilisation angeht. Und worüber ich am meisten staune, ist, dass weltweit im letzten Jahr über 1.000 Milliarden Euro aufgewendet wurden, um Tötungsprodukte zu kaufen. Also militärisch. Ja. Und dass wir da sogar noch einstimmen, wenn der Trump sagt, ja, wo ist euer 2%-Ziel Rüstungsausgaben, ihr Deutschen, ihr Schlaffis und Weicheier, jetzt mal zusammen. Und dann unsere Flinten-Uschi sagt, ja, wir kommen, wir geben da demnächst schon mehr aus und so weiter. Ne? Bis hin, dass sie sogar einen Flugzeugträger mit Frankreich zusammenbauen wollen. Ich bin immer wieder beruhigt von den Nachrichten, dass unsere Bundeswehr nicht so besonders kampffähig ist. Die Regierungsmaschinen, die von denen gewartet werden, die kommen häufig nicht am Ziel an. Von den ganzen U-Booten, die wir da haben, ist, glaube ich, eins noch einsatzfähig. Das ist gerade vor Norwegen auf Brücke gelaufen. Also, gut. Dann gibt es noch so ein paar Hightech-Kriegsschiffe, die auch im Augenblick in Reparatur sind, ja, und naja, und wir sehen ja mit der Gorch-Fock, das geht auch nicht so ganz. Wir haben auch Schwierigkeiten, Segelschiffe für militärische Zwecke zu reparieren. Das lässt mich hoffen.
Es lässt mich hoffen, dass der Geist da bei uns auch offiziellerseits nicht so wahnsinnig bereit ist, so sich in die Schlachten zu stürzen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich, wie es auch Angulimala ergangen ist. Angulimala konnte nicht mehr meditieren. Er hat versucht zu meditieren und es gelang ihm nicht. Sobald er sich hingesetzt hat, dann kamen seine Taten in ihm hoch. Ja. Ihm ging es so wie Anshin Thomas. Anshin Thomas war beteiligt als GI an Massakern an der vietnamesischen Dorfbevölkerung. Ja. Die sind da mit Hubschraubern, haben die alle abgeknallt, weil sie einfach total wütend waren auf die Gucks, die Vietcong, die irgendwie die Soldaten angegriffen haben, haben sie da reihenweise Zivilbevölkerung massakriert. Ich habe vielleicht auch mal den Film Apokalypse Now gesehen, da waren Details zu sehen, wie das abgelaufen ist. Und der fand auch keine Ruhe. Und er hat sich Thich Nhat Hanh anvertraut. Und Thich Nhat Hanh hat gesagt, ja klar, du kannst die Getöteten nicht wieder lebendig machen, aber du kannst dazu beitragen, Leben zu fördern und Leben zu erhalten. Allein von deinem Ruhegehalt, nimm die Hälfte, kannst du monatlich so und so viele Menschen, die irgendwie keine Ausbildung haben, Hungers sterben würden, kannst du retten. Kümmere dich um die Gegenwart, nicht um die Vergangenheit. Und Anshin Thomas ist heute ein anerkannter buddhistischer Lehrer, ja, der Auschwitz-Retreats macht, der Schüler von Glassmann Roche geworden ist und der eine unglaubliche innere Verwandlung durchgemacht hat. Das lässt mich hoffen, dass auch wir irgendwie dazu beitragen können, Menschen, die sich geirrt haben in ihrem Leben und für eine falsche Sache bereit waren, andere Wesen zu töten. Also das gilt in meinen Augen nur für Menschen. Ich erinnere mich an meine eigene studentische Zeit, wo Tonsteine, Scherben, gerade mit Dieter haben wir uns noch mal in der Küche daran erinnert, aufgerufen hat in den Liedern, ja, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also war der Aufruf zur Gewalt. Die hatten wirklich Einfluss, denn ich erinnere mich an ein Teach-In, wo wir mit 3000 Studenten in der Technischen Universität waren und einem Konzern von Konzert von Tonstein und Scherben zu lauschen. Und dann haben die drei Lieder gespielt und dann haben sie gesagt, Genossen, auf nach Bethanien, wir besetzen das Bethanien-Krankenhaus. 3000 Leute, aufgebrochen zum Ernst-Reuter-Platz in die U-Bahn-Station und ab Richtung, was weiß ich, Skalitzer Straße oder sowas gefahren. Und dann haben wir da gemeinsam dieses Dick besetzt. Ja. War natürlich kein Gezirpe mit Liebesspiel und guten Worten, sondern da wurde gleich Tacheles angewandt. Ja. Und aus unserer damaligen Studentenbewegung hat sich auch die RAF entwickelt, als ein von anderen kritisierter Weg, aber nicht die grundsätzliche Stoßrichtung wurde nicht kritisiert, sondern die Mittel. Ja? Ich will damit nur sagen, man ahnt manchmal nicht, wie dicht man selber an so einem Gewässer ist, das einen da reinreißen kann in sowas wie den Dschihad oder den IS, ja? Wo die Leute gesagt haben, ja, Kalifat, was machen wir denn? Man muss irgendwas unternehmen, eine neue Organisation
wir sitzen da auf Erdöl und die Europäer und anderen imperialistischen Mächte, die nehmen uns das alles weg. Wir müssen neue Wege gehen. Kann man ja sehen. Ja. Das ist sehr gefährlich, auf Erdöl zu wohnen. Da kann man ganz leicht massakriert werden, wenn man das nicht freiwillig rausrückt. Beispiel Iran. Der frei und demokratisch gewählte Staatschef Mossadegh, der hat als erstes mal die international besessenen iranischen Ölquellen nationalisiert. Und damit war ein Fall für den CIA, der schnellstmöglich aus dem Weg geschafft werden musste. Und dann wurde anschließend das Schah-mäßige Terrorregime da installiert, was aber ein Garant dafür war, dass die Erdöllieferungen aus dem Iran wieder in westlicher Hand waren. Und das ist natürlich überall auf der Welt immer wieder passiert. Es ist eine andere Seite. Ja? Also wenn wir in dieses Macht- und Gewaltwirken hineingezogen werden, verstrickt werden, dann können wir sehr leicht selber Gewalttäter werden. Und deshalb ist es so wichtig, uns klarzumachen, die Wende liegt nicht in der gewaltsamen Zerschlagung irgendwelcher Gesellschaftssysteme, sondern die Wende liegt darin, Mitgefühl anzuwenden. Glaubhaft und wirksam. Und natürlich gerade auch diesen Menschen gegenüber, die sich mit der Gewalt verstrickt haben. Sonst kommen wir ja nie aus dieser Gewaltspirale raus. Wir müssen ja eines Tages auch mal den Trumps und diesen ganzen Leuten verzeihen, ja? Die da sagen, hier, ihr Land wird verdichtet. Oder wenn die nicht parieren, dann ratzeputz, bomben wir euch in die Steinzeit zurück oder so. Also, dem können wir meiner Meinung nach nur ganz klar entgegenhalten, sich selbst Mitgefühl zu geben für diese Tendenzen in uns selbst und anderen, die sich in Gewalt verstricken, ebenfalls mit Mitgefühl zu begegnen. Denn niemand, auf der Welt greift freiwillig zur Gewalt. Das ist ein Prozess, bis man sich selber überzeugt hat, dass hier nur noch Gewalt hilft. Ich habe das mit jungen Schülern, 11-Jährigen, habe ich hier schon berichtet, in so einer AG Streitschlichter in der Schule erlebt. Dass diese Kinder mir erzählt haben von ihren Gewalterfahrungen. Und da war ein ganz süßer Junge, Niki, ja, der in Steierberg ausgerechnet in die Grundschule gegangen war. Und der aber aus dem Nachbardorf kam. Ja. Und der kam in die zweite oder dritte Klasse. Und weil er nicht einer aus der unsrigen war, ja, wurde er vom Rest der Klasse irgendwie gehänselt. Und er sagte, das hat erst aufgehört, bis ich jedem einzelnen Mitschüler einen Faustschlag ins Gesicht gegeben hatte. Dann haben sie mich respektiert. Und mit dieser Haltung ist er in die integrierte Gesamtschule gekommen, ja, fünfte Klasse. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Niki, wie löst du denn hier jetzt Konflikte? Wir wollen doch versuchen, andere Wege einzuschlagen. Er sagte, ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll hier in diese AG gehen. Da sage ich, wie kam denn deine Mutter auf die? Ja, wenn ich mich so ärgere, dann schlage ich alles kurz und klein. Und das will sie nicht mehr. Und demnächst will ich meine Freunde zu meinem Geburtstag einladen und sie hat Angst, dass ich die dann schlage. Ich sage, ja, und wie gehst du jetzt hier auf dem Schulhof vor, wenn du mit irgendjemandem einen Zoff hast?
Da sagt er, ja, wenn ich stärker bin, dann gibt es eins bei dem auf die Glocke. Und wenn ich schwächer bin, dann renne ich weg. Haben wir immer in kurzer Zeit unsere Konflikte gelöst. So, und das ist nur eins von mehreren Beispielen, die ich da habe, die ich erlebt habe, die mich erschüttert haben. Wie so ein junger Mensch, 11 Jahre alt, ja, wie der so völlig selbstverständlich sich eingelebt hat in so einen Kontext der Gewalt. Mal eine andere Schülerin, die wohnte in so einem problematischen Gebiet, wo die Nachbarn waren Sinti und Roma, ja, und sie waren Libanesen. Und dann hörte man, dass diese beiden Roma-Familien da plötzlich einen Konflikt hatten und der eine sagt, ich erschieße dich gleich, und hatte eine Pistole, ja. Und sie kriegte das mit und der Vater von ihr sagte, mach das Fenster zu, wir wollen die Weltmeisterschaft weitergucken, ja. Also so, komm, mach da nicht hingucken, Fenster zu, Fernseher an und sich begeistern für das, was da abläuft. Ja. Und die war auch mit Gewalt sozusagen aufgewachsen. Ja. Es war irgendwie so etwas ziemlich Selbstverständliches. Naja, also ich habe mit diesen Kindern dann noch gute Zeiten gehabt und viel von denen gelernt. Und ich konnte das schließlich aus Zeitgründen nicht mehr fortsetzen, aber es hat mich sehr damals getriggert, dass so junge Menschen so leicht der Gewalt erliegen, die sie da umgibt. Ja? Und das ist im kultivierten Deutschland. Ja? Also, naja, ich wollte nur sagen, als Buddhist setze ich auf die Buddha-Natur. Ich nehme mir das Beispiel des Buddha zu Herzen. Angulimala, der Massenmörder, der hat auch die Kurve gekriegt. Und in ihm steckt auch das, was wir Buddha-Natur nennen und was einhergeht mit Mitgefühl. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.